Rosenhochzeit im Clubhaus. Carla Karstedt und Gregor Lutz feiern 10 Jahre Ludwigsfelder Kaffeeklatsch mit ihren Gästen. Gute Unterhaltung garantiert. Wir haben halt so eine Mischung zwischen Kunst, Kultur, wir haben jede Menge Gäste immer dabei und zwischendurch halt diese interessanten Tanzrunden, mal live, mal halt aus der Konserve, und das macht es irgendwie aus. So ein Familiennachmittag, nenne ich es mal. Diese gelöste Atmosphäre des Miteinander Tanzen, des Genießens und sich Zeit schenken. Man verabredet sich ja. Und nicht per SMS und nicht per Telefon, sondern man genießt mit allen Sinnen. Der monatliche Kaffeeklatsch ist über die Jahre für viele fester Treffpunkt geworden. Es wird getanzt, gelacht und diskutiert. Es macht auch Spaß, die vielen Bekannten, die man schon über 10 Jahre her kennt, alle wiederzusehen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man was Neues über Ludwigsfelde erfährt, und das gefällt mir. So geht's auch immer um politische und wirtschaftliche Themen. Carla Karstedt und Gregor Lutz wollen diskutieren, eine Brücke sein zwischen Bevölkerung und Politik. Diesmal ist Christian Großmann, erster Beigeordneter des Bürgermeisters, zu Gast. Seit 100 Tagen im Amt. Ich warte also nicht darauf, dass Andreas Wiegel das Rathaus verlässt, um dann das Kommando zu übernehmen. Nein, ich bin der Leiter des Fachbereichs 1. Und der Fachbereich 1 umfasst die Bereiche Personal, Finanzen, öffentliche Sicherheit und Ordnung und auch den Bürgerservice. Kaffeeklatsch, das ist ein Muss in Ludwigsfelde. Da muss man hin. Und ich freue mich, dass wirklich so viele Bürger da kommen und hier feiern und hier einfach schöne Stunden verleben. Ja, Gregor, verschlichst du den Atem? Bevor man Rosenhochzeit feiert, muss man erstmal heiraten. Ein weiterer Kaffeeklatsch-Höhepunkt ist diesmal die Brautmodenschau. Ja. Ja. Ja, meine Damen. Also kommen Sie vielleicht auch wieder mal Lust, ein schickes Brautkleid anzuziehen, vielleicht zur goldenen Hochzeit oder zur Diamantenpaar. Und in der Lounge konnte man sich beraten lassen. Bei uns findet man vom Brautkleid, Smoking, Anzug, Jugendweihekleid, Ballkleider, bis hin eben zum schönen Etui-Kleid für einen besonderen Anlass, alles. Und deshalb haben wir eine kleine Kollektion mitgebracht und jetzt kann man hier auch mal ein Kleid anprobieren. Seit November 2016 können Paare im Trauzimmer des restaurierten Clubhauses heiraten. Und wer anschließend im Grünen feiern will, der braucht nicht weit fahren. Unser Gasthof existiert schon seit 130 Jahren. Und solange in Ludwigsfelde geheiratet wird, suchen die Brautleute natürlich eine schöne Location. Und da bietet sich unser Gasthof mit angeschlossener Pension natürlich an. Hier in Ludwigsfelde im Standesamt wird geheiratet und gefeiert wird dann im Grünen bei uns auf dem Land. Nach 10 Jahren heiratet dann Gregor und Carla. 10 Jahre Kaffeeklatsch. Die passende Hochzeitstorte steuert Edeka Specht bei. Die Spechts unterstützen den Kaffeeklatsch schon lange. Wir sind immer gern dabei. Wir machen die Versorgung und die Getränke. Und es macht immer wieder Spaß, beim Kaffeeklatsch dabei zu sein und bei den Junggebliebenen vor allem. Jeder ist beim Kaffeeklatsch willkommen, betont Carla Karstedt. Und für die 9,50 Euro Eintritt wird einiges geboten. Es geht eben nicht nur darum, gemeinsam Kaffee und Kuchen zu genießen und das Tanzbein zu schwingen. Es geht auch um Austausch und Information. Dieses generationsübergreifend Lust machen und nicht die Alten feiern und die Jungen feiern. Denn gerade bei so Hochzeiten merkt man eigentlich, wie viel einen gemeinsam verbindet. Und das Wichtigste bei dieser Veranstaltung, Sie können noch so eine schöne Deko hinhängen, Sie können noch den besten Sänger hin, sind die Menschen, die im Saal sitzen. Die müssen Lust haben, die müssen es empfinden und die müssen genießen. Oder sollten den Abend genießen. Der Kaffeeklatsch ist bis September wieder on Tour. Am 7. Juni beispielsweise im alten Dorfkrug in Groß-Schulzendorf. Wie und ob es allerdings bis zur Silberhochzeit weitergeht, steht in den Sternen.
Da will sich die Braut des Tages noch nicht festlegen. Ich will nichts behaupten, ich will auch nicht dreimal Abschied feiern. Fest steht, bis zum 70. bin ich gerne dabei und danach sollten wir neu verhandeln.